Willkommen bei einer weiteren Episode von Let's Play Ultimate Team und ich glaube, zur Enttäuschung vieler bin ich jetzt gerade wieder alleine. Meine Schwester ist nicht mehr an meiner Seite, wird nicht mehr mit mir zusammen jetzt hier diese Episode kommentieren oder auch spielen. Ja, sie ist oder sie wohnt nicht in München und dementsprechend kann sie jetzt auch gar nicht die ganze Zeit da sein. Also da dürft ihr euch keine falschen Hoffnungen machen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, weil ich jetzt einfach ganz normal meinen Stiefel weiter runterspielen werde, so wie ihr es gewohnt seid, dass ich jetzt hier alleine spiele. Und momentan sind wir ja dabei, hier im Online-Saison-Modus uns, sage ich mal, durchzuschlagen. Gerade mit 2 Siegen in die Liga 2 gestartet und da machen wir jetzt auch weiter. Und das Erste, was ich jetzt machen muss, oder ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht. Denn ich hatte es aus Versehen so, dass ich habe ja mit der russischen Mannschaft das letzte Mal gespielt, beziehungsweise meine Schwester die erste Halbzeit. Und ja, da hatte ich leider die ganze Ligue 1 Mannschaft nicht auf der Bank. Dementsprechend hat die jetzt noch keine Fitness generiert. Das regeneriert, sieht man hier. Da ist alles niedrig, vor allem IU war ja schon die ganze Zeit so niedrig. Und daher muss ich jetzt nochmal mit der russischen Liga spielen. Und man sieht es hier, sehr, sehr viele Spieler haben keine Verträge mehr. Deswegen habe ich mal ganz, ganz viele Vertragskarten gekauft. Das habe ich mal nachts gemacht, mitten in der Nacht. Ich glaube so gegen 5 Uhr morgens oder so. Und da waren die dann besonders günstig. Also ich glaube, die bekommt man momentan so für circa 400 bis 450 Münzen. Und ich habe sie eigentlich alle für 300 bekommen. Und das ist natürlich, sage ich mal, auf jeden Fall schon mal eine gute Ersparnis. Und jetzt geben wir einfach mal allen Spielern, die noch Verträge brauchen, eine Vertragskarte. Und dann wechseln wir jetzt hier. Mit den Schultertasten L2, R2 kann man hier direkt durchwechseln. Dann braucht man nicht immer hier Kreis zu drücken und dann auf den nächsten Spieler manuell auszuwählen. Und ich muss auch in die andere Richtung gehen, merke ich gerade. Ja, genau. So, Carlos Eduardo noch verlängern. Und dann machen wir so weiter. Ist jetzt die Frage, werde ich noch mit all diesen Spielern hier wirklich 28 Spiele spielen? Weiß ich nicht, aber ob ich jetzt hier 300 für diese Karten bezahlt habe oder 250 für die anderen kleineren Vertragskarten, ist dann glaube ich egal. Wir sind jetzt auch schon durch und dementsprechend können wir jetzt hier anfangen. Eigentlich können wir dem Trainer auch direkt eine geben. Ja, mache ich auch direkt. Und da hatte nämlich nur noch einen Vertrag. Dann suchen wir uns jetzt hier den Gegner. Bis jetzt war es ja, sag ich mal, relativ geschmeidig in Liga 2. Mal sehen, ob es so weitergeht. Der Gegner jetzt hier mit einem blauen Trikot. Wir spielen in seinem Stadion und er hat ein Team mit 100 Teamchemie, Dreierkette. Liga vor allem. Ne, was sag ich? Was laber ich für eine Scheiße? Natürlich Premier League. Boah, geht schon wieder gut los. Und die Innenverteidigung mit David Luiz, Kuczynski oder wie er heißt. Und ich glaube, irgendeinem von Tottenham. Fällt mir jetzt der gerade Name nicht ein. Ich glaube, es ist Kabul. Könnte sein. Die von der Wertung nicht ganz so hoch, mit 79 glaube ich, aber ansonsten war das glaube ich relativ schnell besetzt. Und das könnte natürlich, ja, ich glaube das war auch der Grund, warum er sie eingesetzt hat. Und ansonsten hat er, ja, alle so relativ hohe Wertungen gehabt, irgendwie so 82 so um den Dreh. Jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Also es könnte eine interessante Partie werden, was es jetzt das Team betrifft. Und jetzt können wir uns natürlich mal hier voll aufs Spiel konzentrieren. Nachdem es, weil ich das letzte Mal teilweise natürlich ein bisschen abgelenkt war durch meine Schwester, machen wir jetzt hier. Ah, wollte ich eigentlich gerade schön den Stall in die Spitze spielen. Hat nicht geklappt, wie man gesehen hat. Oh, da geht er gut drauf. Könnte unter Umständen Foul geben. Pfeift der Schiedsrichter nicht. Das ist natürlich. Ich denke mal, der Schiedsrichter wird nicht allzu viel pfeifen. Spielen wir jetzt mal hier auf McGee. Gehen wir jetzt auch mit McGee rein. Ziehen wir die Außen durch. Kommt der nächste Verteidiger, der mir dann den Ball abnehmen kann. Und dann hat er sehr lange gebraucht, um den Ball zu verarbeiten, aber dennoch konnte ich nicht rechtzeitig draufgehen, um den Ball zu erobern. Aber bis jetzt stehe ich hinten gut. Und das muss man dann hier ganz überlegt machen, ganz ruhig. Dann spielt man auch keinen Fehlpass. Eieiei, das war natürlich jetzt ein unglaublich blöder Ballverlust, aber dennoch kann mein Gegner daraus nicht profitieren, weil er auch einfach nur sehr lustlos dann mit dem Dreieckspass in die Spitze spielt, ohne das vernünftig vorzubereiten. Ansonsten geht der Gegner gut drauf. Sieht man schon, ich bekomme, habe hier sehr, sehr viele Ballverluste im Mittelfeld. Spielen wir jetzt mal hier ein paar Doppelpässe. Spielen wir jetzt mal hier steil. Hätte ich unter Umständen mit Emenike selber durchziehen können. Aber der Ball ist immer noch mir jetzt nicht mehr drauf. Und dann ist das das 1:0 von Juszczak. Und ja, da hatte ich ein bisschen Glück, dass der Pass angekommen ist. Oder dass ich ihn noch, nachdem der Pass beim Gegner angekommen ist, wieder erobern konnte. Oh, was war das denn für ein schlechter Move? Jetzt spielt er sehr stark in die Spitze, Ball ist hier durch. Und dann, ja, wollte am Torhüter vorbeilegen, macht das nicht ganz optimal, wodurch er dann jetzt hier an meinem Torhüter scheitert. Da hätte er natürlich auf jeden Fall mehr draus machen müssen.
Spielen wir jetzt hier kurz auf McGeady. Ja, genau. Ballroll Flick am Gegner vorbei. Sehr schön. Der neue Trick oder ein neuer Trick. Kann man hier. Ja. Ja. Jo, da steuerte mich eigentlich fast faulmäßig im 16er. Bis dahin bin ich eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen. Schade, dass er mich dann da so fast unfair vom Ball trennt. Aber Herr Schiedsrichter pfeift es nicht. Es war jetzt natürlich auch wirklich kein Elfmeterwürdiges Foul, aber dennoch war das fast ein bisschen unfair getrennt. Oh, da steige ich hart ein im Mittelfeld. Das könnte unter Umständen nachträglich gelb geben. Und dann jetzt hier schöne Balleroberung. Spielen wir schnell auf die Spitze, spielen wir Doppelpass. Ein bisschen weit nach hinten. Das ist das Problem jetzt gerade. Der Pass war nicht. Oder der war zu offensichtlich, deswegen konnte er den direkt zustellen. Stellen wir hier durch. Setzen wir mal. Was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, lassen wir einfach mal durch. Mit der 1. Ganz einfach kann man da hier den Ball durchlassen, am Gegenspieler direkt vorbeiziehen, weil er zu sehr drauf geht. Und dann bin ich noch am Rumhadern, was ich eigentlich gerade sagen wollte, und schießt dabei das Tor mit Eminike. Der Junge trifft dann auch endlich mal, oder ja, er hat ja, glaube ich, bis jetzt nicht so wirklich euch überzeugen können. Vorher hieß es, boah, Eminike, ein geiles Biest, 94 Stärke, 90 Tempo, was ist denn da los, krasser Typ. Und dann so habe ich mit dem gespielt und also hier, tausche Eminike aus, der bringt ja gar nichts. Und ja, dadurch, dass ich natürlich jetzt Vertragskarten gekauft habe, habe ich mir dann mal ein bisschen Münzen ausgegeben, aber das war natürlich notwendig, weil ich muss ja die Verträge kaufen, damit ich mit den Spielern spielen kann. Lass mal wieder durch mit der 1, jetzt bin ich schon wieder durch, ganz einfach. Legen wir am Tor da vorbei. Ah, hat leider nicht ganz geklappt, der ist, war vielleicht ein bisschen zu früh vorbeigelegt. Was ich sagen wollte, ist, dass ich natürlich diese Vertragskarten kaufen musste. Jetzt habe ich das auf jeden Fall abgehandelt. Ich weiß, dass ich mit den ganzen Spielern hier sehr, sehr viele Spiele spielen kann, so circa 30 Stück. Das ist natürlich wahnsinnig viele. Und dann kann ich jetzt die nächsten Coins definitiv in das Team investieren, in die Verbesserungen, also dass ich einzelne Positionen besser besetze. Und da habe ich eine in den Episoden, bevor meine Schwester da war, habe ich angekündigt, dass ich dann Umfragen auf Facebook machen werde. Und das werde ich dann auch so handhaben, dass ich dann sage, hey, entweder kaufe ich mir, was sehe ich hier, Dumbia oder Wellington oder vielleicht für das League 1 Team kaufe ich mir Remy. Dann könnt ihr dann auf Facebook abstimmen. Ich werde es jeweils dann in einem Feed auf YouTube ankündigen. Spiel mir Steine. Ah, Mann, da brauche ich irgendwie Niki leider. Da macht er noch so einen dummen Zwischenschritt und deswegen kann er den Ball nicht in die Spitze spielen. Schade. Hat man sehr schön gesehen. Aber bis jetzt, mein Gegner fordert mich nicht so wirklich in der Defensive. Man sieht es eigentlich immer recht unmotiviert. Vorne in die Spitze gespielt, dadurch sehr, sehr viele Fehlpässe dann, wenn er da einen Stürmer an der Spitze anspielen möchte. Und in der Verteidigung kam ich bis jetzt auch schon mal mehrfach ganz gut durch. Oh, hier wieder recht grenzwertig, aber er hat natürlich auch, er hat da eigentlich sauber den Ball rausgespielt. Da geht's hier weiter los und das gibt jetzt mal hier einen Foul. War natürlich eigentlich auch zu einem gewissen Teil der Ball, aber gut, da bin ich jetzt mal, kann ich auch mal zufrieden sein, dass er das Foul gibt. Oh, schlechte Ballannahme, deswegen kann er mir da direkt den Ball abnehmen. Gut, mein Gegner hat natürlich schon eine Chance, fällt mir gerade ein, wo er frei durch war mit Bar und hat das nicht genutzt. Hier steil in die Spitze auf, McGeady kommt durch, ziehen wir jetzt direkt drauf und das, boah, das war natürlich jetzt knapp, habe ich schon, wollte ich anfangen. Das ist natürlich jetzt das 3:0 und dann schießt er da ganz knapp am Tor vorbei. War nicht ganz optimal, dass er dann den rechten genommen hat, weil innen ein Gegenspieler war und das war wahrscheinlich auch dann letztendlich der Grund, warum der Ball am Tor vorbeigegangen ist. Gut, 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 hier kriege ich den Ball rausgespielt, danach fängt mein Spiel an zu stolpern. Oh, jetzt kriege ich hier gerade nichts vernünftig nach vorne aufgezogen. Kein vernünftiges Angriffsspiel. Dann zieht er hier einfach drauf aus 20 Metern mitten aufs Tor. Das ist natürlich so ungefährlich für meinen Torhüter. Oh, hohoho. Ja, da bin ich jetzt gerade teilweise ein bisschen zu schlampig. Das könnte jetzt der Gegentreffer werden. Ja, klären wir hier raus. Direkt mit Kreis. Müssen wir jetzt probieren, ob das Kopfball zu ergewinnen. Gibt nicht. Geht nicht. Zieht er wieder drauf. Ja. Also es ist nichts Ganzes, was er da ansetzt. Es sind gefährliche Situationen, weil ich gerade nicht gut spiele. Oder weil ich gerade mal den Ball leicht vertändel. Aber er macht da irgendwie draus zu wenig. Was macht der denn da? Er macht da so einen dummen langen Ballkontakt. Ich wollte eigentlich da schön mit Übersteigern ausweichen. Aber dadurch, dass McGeady auf einmal sich den Ball da ein bisschen zu weit nach vorne legt, klappt das nicht, weil er dann zu lange braucht, um die Trick-Moves zu machen, die ich danach eingegeben hatte. Ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, es war für den einfachen Zuschauer kaum zu sehen, was da jetzt gerade schiefgelaufen ist, aber es war einfach so, dass er irgendwie ganz kurz den Ball irgendwie zu weit vorgelegt hatte oder
einfach zu lange gebraucht hat, bis er wieder an den Ball gekommen ist. Deswegen hat das nicht geklappt und das ist schlecht, wie ich das hier den verteile. Oh, also schießt hier zwei Tore und danach kommt wieder gar nichts von mir. Das ist natürlich auch wieder eine Enttäuschung. Carlos Eduardo mit Gelb. Ich bin gerade überlegen, wann er das bekommen hat. Man sieht es auch irgendwie ganz deutlich, wie ich ziemlich krass fast nur über die eine Hälfte spiele, also über die untere Hälfte. Carlos Eduardo war irgendwie gar nicht am Spiel beteiligt und ich denke mal, jetzt wird er vor allem in der zweiten Hälfte teilnehmen an diesem Spiel. Hier, Ball in die Spitze, kriege ich gerade noch so rechtzeitig rausgeklärt, bevor er aufs Tor abschließen kann und das wird dann jetzt hier Ecke geben. Nee, es gibt Abstoß. Okay, krass. Machen wir hier raus auf Carlos Eduardo. Kommt sehr gut, kommt genau richtig. Spielen wir hier auf Juszczak. Da ist der Außenverteidiger sehr weit hinten. Das ist ja auch so ein kleiner Bug. Fast kann ich hier an den Gegenspieler vorbeiziehen. Klappt nicht ganz. Und dann spielen wir jetzt hier wieder raus. Spielen wir jetzt hier auf Juszczak. Kommt auch an. Springt der drüber, ey. Also diese Drüberspringen-Animation ist der größte Scheißendreck, den sich FIFA, nee, die sich EA einfallen lassen hat. Ich sehe, es bringt gar nichts. Jetzt mache ich hier so dumme aus Aggression schon Stellungsfehler. Und ja, will er querlegen und da bin ich im Passweg, deswegen kommt der Pass nicht an. Was ich sagen wollte, diese dumme über den Ballspring-Animation ist so ein großer Scheißdreck. Das klappt nie. Es nimmt immer Tempo raus aus der ganzen Sache. Der Spieler nimmt natürlich den Ball nicht an. Und es bringt nur Nachteile und das ist einfach scheiße und es ist nicht mehr zwingend realistisch. Spielen wir hier steil auf McGee, die schießen hier in die kurze Ecke, ist das 3-0. So, schießen wir mal ein paar Tore, würde ich mal sagen. Also wenn ich mich hier drüber aufregen muss, dass da ein Spieler über den Ball springt. Also so ein Scheißdreck, das war in FIFA 12 so viel besser gelöst. Also ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, um realistischer zu sein oder ob es einen Vorteil bringen soll für den Spieler, der den Ball annehmen möchte, dass er nicht so viel Tempo verliert. Aber jedenfalls bringt es gar nichts. Also es hat nur einen Nachteil, wenn der Spieler über den Ball springt. Das kotzt mich total an, wenn das passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht oder wie ihr das allgemein seht, aber ich finde das echt ganz großer Quatsch. Foul. Das ist jetzt falsch. Können wir direkt weiterspielen. Lassen sich noch mal ein bisschen viel Zeit. Jetzt komm, gib mal Gas. So, lass mal durch. Bin ich wieder durch. Zieh mal auf. Oh, grätscht da wieder voll rein. Also, es ist echt ein bisschen enttäuschend, was von meinem Gegner in der Offensive kommt. Ich muss schon wirklich harte Fehler machen, damit er durchkommt. Und ansonsten kombinationsmäßig gar nicht so viel von ihm. McGee jetzt hier durch, legen wir die lange Ecke und dann Pfosten. Na, kriegt er leider nicht mehr den Abpraller. Das war natürlich knapp. Hat er ihn fast reingeschlänzt bekommen aus einem relativ spitzen Winkel. Und so plätschert das Spiel so vor sich hin. Machen wir mal hier einen. Ja, ein Flankenwechsel auf den Stürmer, dass es überhaupt gar nicht klappt. Ich wollte eigentlich nach oben spielen. Und dann hier wieder total. Also das sind so Steilpässe, die kann man sich komplett sparen. Also das hat gar nichts gebracht, wie man gerade gesehen hat, weil es einfach null vorbereitet war. Ja, ziehen wir mal ein bisschen an hier mit Juszczak. Wie schlecht ich das mache. Breche ab, zieh nach innen und laufe in den Gegner rein. Toll, habe ich das gemacht. Wirklich gut. Stark. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Gerade sieht man im Rollkoffer auf der Straße. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das auch in der Aufnahme hört. Aber falls ihr euch wundert, dass irgendwie so ein Rollgeräusch ist im Hintergrund. Das ist natürlich ein Foul und das ist ganz knapp vor der Strafraumgrenze. Und ich habe natürlich mit Juszczak hier echt einen wahnsinnigen Schützen am Start. Boah, der ist richtig geil. Und dann probiere ich dann, oh, jetzt stellt er die Mauer hin. Ich probiere natürlich über die Mauer und dass er sich dann im Tor senkt. Ja, schauen wir mal, was hier geht. Jo, toll, da ganz stark gehalten. Kratzt den da vom Pfosten weg ins Seiten aus oder ins Tor aus zur Ecke. Da war ganz schön knapp, muss ich sagen. Und dann Emenike hier gewinnt das Kopfballduell, aber kriegt es nicht richtig gedrückt. Boah, da fast der Ball abgefangen. Dann spielt er wieder breit. Stell dich rechtzeitig zu. Dementsprechend kommt der Pass nicht so weit nach vorne, wie er vermutet. Dadurch wird der ganze Angriff verschleppt. Sieht man jetzt hier leider nicht mehr. Aber das ist so ein kleiner Faktor, warum man natürlich, warum es auch was bringt, die Passwege zuzustellen. Auch wenn man nicht jedes Mal den Ball auch abgefangen bekommt. Es verschleppt meistens den ganzen Angriff. So wie ich jetzt hier gerade den Angriff verschleppt habe. Ich hätte einfach auf Emenike steil spielen können und dann wäre er durch gewesen. Jetzt machen wir so, legen wir in die lange Ecke und das ist 4-0. 4-0? Ja. Ja, das sind so Ballverluste, die muss er sich natürlich sparen, da muss er das irgendwie anders schnell den Ball losbekommen, anstatt da in Kauf zu nehmen, dass ich an den Ball rankomme. Und dann war das relativ einfach, da ein Tor zu erzielen. Hier probiert es jetzt mal im Solo, wird gleich steil. Er schießt voll drauf, aber nicht gefährlich genug.
Er kam zweimal sauber durch. Das hat er. Oh, jetzt hier Lattentreffer. Da habe ich unsauber oder nicht einfach durch das Kopfballduell gewonnen. Habe ich ein bisschen Glück, dass daraus kein Tor entsteht. Also natürlich, im besten Fall schießt der Gegner hier 3 Tore. Also im besten Fall für ihn. Er ist nämlich zweimal durch. Und eben aus der Ecke kann er auch mal ein Tor schießen. Ja. Ja, der Rainbow ist nicht gekommen. Oh, jetzt gibt's dafür Foul. Ach bitte. Meine Güte. Das war natürlich gewagt. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in dieser Episode gar nicht so viel getrickst. Das ist in letzter Zeit auch einmal gut angekommen. Das hatte ich ja vorher mit dem Liga-Team gemacht. Hatte ich ein bisschen getrickst, wenn ich in Führung lag. Das Problem ist irgendwie, der Gegner erlaubt es mir gar nicht so in dem Maße hier, finde ich. Oder ich weiß es gar nicht, woran es jetzt liegt, dass ich nicht so viel trickse. Mal sehen, ob ich jetzt hier noch was machen kann. Oh, da kommt er sehr gut an meinem Verteidiger vorbei. Spielt jetzt hier steil. Und dann sind hier wieder die Verteidiger dran vor mir. Kriegen den Ball rausgespielt. Ganz, ganz enge Kiste hier. Ja, genau. Und dann raus, hoch, raus. Was lab ich denn da? Ich meinte hoch, raus. So, spiel mich steil in die Spitze auf. McGeady. Ja. Oh, mit dem Roulette vorbei. Und dann wird das hier der 5:0. Habe ich ein bisschen Glück. Er spielt mit dem Ball raus. McGeady kriegt ihn wieder direkt in die Füße. Schauen wir mal hier. Mit dem Roulette machen. Zack, zack. Da, kurzer Doppelpass mit dem Innenverteidiger und an ihm vorbeigezogen. Wie gesagt, das ist natürlich glücklich gewesen. Und ansonsten, ja, wow, das war natürlich ein First Touch, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Und dann wird es hier nochmal gefährlich, zieht wieder voll drauf. So, von den Schüssen her wird es gar nicht so eindeutig sein, wie das Ergebnis jetzt hier vermuten lässt. Es liegt natürlich daran, dass er aus sehr, sehr vielen Positionen einfach aufs Tor schießt. Ja, das war natürlich zu weit nach vorne gezogen. Dieser hohe Ball muss ich wahrscheinlich flanken. Es war nämlich mit L1 plus 3 gespielt. Damit bekommt man die natürlich immer sehr gut vors Tor gehoben. Problem ist natürlich einfach teilweise zu weit vors Tor, sodass der Torhüter drankommt. Oh, das war natürlich jetzt hier ein hartes Einsteigen. Hat es aber genau richtig gemacht. Hat voll den Ball erwischt. Das war natürlich schlecht. Das war auch schlecht. Im Ball Reflex bin ich immer noch so ein bisschen am Experimentieren, wie man ihn am besten macht. Oder in welchen Situationen man ihn am besten macht. Hier das Durchlassen funktioniert auch immer wieder gut. Ja. Oh, das grätscht natürlich ganz, ganz stark ab. Wird aber jetzt hier Einwurf geben. Können wir direkt schnell machen. Ich hoffe, der kommt bei Juszczak an. Nein, er geht zu... zu Mario Fernandez, der das, den Ball annimmt und dann direkt ins Aus vertändelt. Und dann kriegt er hier nicht mal seinen scheiß Birne zwischen den Ball, um da diesen Einwurf abzublocken. Mann, schon noch genau richtig eigentlich. Ja, diese lustlosen Fernschüsse, wie man sieht, sie gehen auch nicht immer rein, wenn sie nicht optimal aus den optimalen Positionen sind. So, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Das kann wahrscheinlich jetzt nochmal der Ehrentreffer werden. Oder dann gegebenenfalls jetzt über die Ecke. Oder es gibt keine Ecke, sondern der Schiedsrichter pfeift direkt ab. Ich nehme an, es gab keine Ecke, sondern es wurde von ihm zum Ausgeklärt. Und so sind wir jetzt hier am Ende von dieser Partie 5:0 gewonnen. Ziemlich souverän. Lustigerweise spiele ich anscheinend zurzeit souveräner oder ich mache hier eindeutige Ergebnisse in Liga 2 als in Liga 3 und 4. Fällt mir jetzt mal so persönlich auf. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich konzentrierter spiele. Also das auf keinen Fall, aber so starten wir jetzt hier auch wieder mit, sage ich mal, 3 Siegen. Mein Stuhl ordentlich am Knatschen, wie ihr das jetzt wahrscheinlich gerade im Hintergrund gehört habt. Ihr müsst auch denken, dass ich ungefähr 130 Kilo wiege. Das ist nicht ganz der Fall. Der Stuhl ist einfach nur so ein bisschen am Knatschen. Und ja, allgemein habe ich, glaube ich, gerade eine relativ lange Siegesserie jetzt hier im Ultimate Team. Und wer sowas anspricht, so wie ich das gerade gemacht habe, der wird das nächste Spiel verlieren. Das ist ganz normal. Das ist jetzt, ich habe es nämlich gejinxt, so wie es die Amerikaner sagen. Weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich schon so eine lange Siegesserie habe. Dementsprechend werde ich das nächste Spiel verlieren. Das seht ihr dann in der nächsten Episode. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.